So, liebe Bayern, auch alle anderen Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Heute ist Freitag, der 7. Juli 2023. Und ich hatte in meinem letzten Video, als ich in Sachsen war, gesagt, dass ich warte, ob Herr Aiwanger oder möglicherweise auch Herr Söder sich heute bis 15 Uhr melden. Das haben sie natürlich nicht getan, was ich natürlich schon wusste. Dafür hat sich auch jemand anders gemeldet, der eigentlich noch viel wichtiger ist für mein Anliegen, und zwar Prinz Ludwig von Bayern. Ich habe mir erlaubt, seine königliche Hoheit per E-Mail anzuschreiben, und das ist bezeichnend. Er hat mir geantwortet, aber Herr Aiwanger oder Herr Söder trotz öffentlicher Aufrufe in der Presse nicht. Ganz bewusst bin ich heute nicht im Vordergrund, dass ich mein Gesicht zeige oder irgendwas, sondern ich zeige euch die Bavaria und den Grund, warum ich jetzt meine bayerische Spezialoperation öffentlich ankündige, nämlich eine Parteineugründung in Deutschland, in Bayern, Ursprung Bayern, um noch eine Chance zu haben, das, was von dritter Kraft geplant ist, abzuwenden. Und dies zugunsten des bayerischen Volks, des deutschen Volks und aller Völker Europas. Das ist jetzt eine große Ansage, und ich möchte euch auch sagen, warum ich eben den 1.7. als Termin meiner Demo wählen musste. Denn zum einen stand ja diese Entscheidung an, das Heizungsgesetz zu verabschieden, und zum anderen gibt es eine Deadline, das zu tun, was ich dachte und befürchtete, tun zu müssen, nämlich eine Partei neu zu gründen. Und dieses Datum ist der 10. Juli 2023, denn das ist das Datum, bei dem eine Partei sich anmelden muss, an den Landtagswahlen in Bayern teilzunehmen. Wir werden auch versuchen, mit meiner Partei, die ich als Gründer begleiten werde, auch in Hessen schon anzutreten und im nächsten Jahr bei allen Landtagswahlen, ebenso wie bei der Europawahl, um dann bei der Bundestagswahl eine Chance zu haben, das größte Drama und den größten Betrug in der Geschichte Deutschlands, die Änderung des Wahlrechts, abwehren zu können. Ich befürchte, dass eben das Bundesverfassungsgericht hinter diesem scheinheiligen Grund steht, das Parlament des Bundestages zu verkleinern, aber insgeheim damit die Demokratie in Deutschland abgeschafft wird, nämlich die Direktwahldemokratie. Also, jetzt zeige ich euch noch der Grund, warum weiterhin der 1.7. nötig war. Ich drehe mich jetzt mal weg. Ihr seht, es beginnt schon schön langsam der Aufbau des Oktoberfests, und eben genau aus diesem Grunde gab es den Termin 8.7. gar nicht mehr, denn dann wäre nicht genehmigt worden. Und jetzt gehe ich mit meiner Ansprache und Rede auf die Bedingungen ein, warum und wie ich das machen werde. Und ich bitte euch, das anzuhalten, das Video, und euch das hier durchzulesen. Ich stelle mich natürlich nicht alleine hin und schreie herum, ich mache eine neue Partei, ich brauche Mitstreiter. Und zwar möchte ich, dass wir neben mir noch 7 weitere Gründungsmitglieder haben. Die Vorbedingungen dazu stehen hier, denn ich will einen kompletten Neuanfang der Politik in Deutschland, in Bayern und in Europa schaffen, nämlich, dass keinerlei Menschen, die bisher schon politisch tätig waren, sich engagieren und dadurch die Volksdemokratie wiederhergestellt wird. Was passiert ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ist ein Abrutschen der politischen Klasse in ein Selbstverständnis, dass sie glauben, zu wissen, was für das Volk gut ist. Und ich werde sie eines Besseren belehren, und ich hoffe, dass ich die Unterstützung finde. Denn wir im Volk haben 10-mal schlauere Leute, wie alle Politiker zusammen. Und das Auswahlsystem der bisherigen politischen Parteien fördert nicht die Besten zum Vorschein, sondern die Schwächsten. Und den Auswuchs dieser Entwicklung sieht man bei der Partei Die Grünen. Ich gebe ganz ehrlich zu, dass ich das erste Mal in meinem Leben gewählt habe. Das war bei den Europawahlen, den letzten, und da habe ich den Manfred Weber gewählt. Herr Weber, Sie haben von mir schon E-Mails erhalten,
haben sich nicht gemeldet, da steht alles drin. Wir wissen, viele haben den Herrn Weber gewählt. Er wurde vorgeschlagen als EU-Kommissionspräsident. Und was ist passiert? Niemand hat ihn ernst genommen und Angela Merkel, die deutsche Politikerin, schmeißt ihn raus, setzt ihn in dieses Parlament hinein und wählt Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin, ohne dass irgendein Bürger ein Kreuzel gemacht hat. Und dann die zweite Wahl, die ich gemacht hatte, war bei der letzten Bundestagswahl. Und in der Glauben, dass die Grünen ihren Grundsätzen treu bleiben, keine Waffenlieferungen, Umweltbeeinflussungen neu zu bewerten und die Wende wirklich umzusetzen, wird genau das Gegenteil gemacht. Und sogar der Herr Habeck hat sich möglicherweise kaufen lassen mit diesem ganzen Heizungsgesetz. Und ich möchte hiermit auch sagen, dass nicht nur einen Eilantrag von diesem CDU-Politiker gab, sondern auch von mir. Und ich warte jetzt auf die Antwort vom Bundesverfassungsgericht, wie mein Antrag, nämlich das Gesetz insgesamt abzulehnen und schon, auch wenn es verabschiedet wird, nicht zu akzeptieren, weil es eben möglicherweise ein käufliches Gesetz ist, wie das Bundesverfassungsgericht auf meinen Antrag reagiert. Denn erstmal die Verzögerung der Entscheidung war natürlich die richtige Entscheidung, denn keiner konnte sich damit beschäftigen, was wirklich hinter diesem Gesetz stecken soll, außer dass eine amerikanische Firma im Vorfeld die Ministergenehmigung vom Herrn Habeck brauchte, um Viessmann zu kaufen. Und genau hier ist der Skandal möglicherweise begraben, dass es ein käufliches Gesetz ist und dass es weitere käufliche Gesetzgebungen in Deutschland auch schon gab. Ich bitte also euch, eine Bewerbung abzuschreiben, dass ihr mitmachen wollt, denn wenn ich keine Mitbewerber bekomme und hier alleine stehe, dann werde ich mich zurückziehen und werde meine Patente, die Bayern die Energiewende weltweit als führend ermöglichen, umzusetzen, irgendwo anders machen, aber das wird das außereuropäische Ausland sein. Denn dann ist aus meiner Sicht Europa verloren, wenn wir jetzt in Bayern nicht aufstehen. Ich werde den Gründungsmitgliedern alle Details erklären, die ich hier noch gar nicht alle sagen kann. Aber ich bitte euch zu erscheinen, denn ihr müsst mithelfen und auch Zeit aufwenden. Ich habe jetzt 14 Tage aufgewandt, auf diesen Punkt zu kommen und hatte befürchtet, dass ich dahin komme. Denn es nützt uns nichts, dass wir tausende verschiedener Videos anschauen, wo uns irgendwas erzählt wird, was alles schlecht ist, und dass wir auf weitere Demos gehen, denn das geht den Leuten am Arsch vorbei, auf gut Deutsch gesagt, die Sprache vom Aiwanger verwenden. Denn sie wissen, das Einzige, was zählt, ist das Kreuzchen. Und auch die Partei von Herrn Lucke, die ursprünglich aus richtigen Gründen gegründet wurde, wurde dann unterwandert. Und der ursprüngliche Zweck dieser Alternative für Deutschland ist abgerutscht in eine Richtung, die auch berechtigterweise von der Presse angegriffen wird. Und genau um diese Situation zu vermeiden, dass wir unterwandert werden, ist es mir ganz wichtig, 7 Mitbewerber zu finden neben mir, die bisher politisch noch nicht tätig waren und bereit sind, dafür etwas einzusetzen, dass sich etwas ändert. Alle Einzelheiten erkläre ich euch dann, wenn es soweit ist. Und ich hoffe, Bewerbungen zu bekommen. Wenn mehr Bewerbungen eingehen, ihr bekommt sofort die Mitgliedsanträge, die existieren werden, nachdem die Gründungsversammlung stattfindet. Und dazu müsst ihr auch bereit sein, am Sonntag schon nach München zu kommen. Näheres bekommen die, die ausgewählt sind, dann in der E-Mail mitgeteilt. Also, bitte bewerbt euch, 7 weitere brauche ich mindestens, und ihr müsst bereit sein, am Sonntagnachmittag nach München zu kommen. Adresse und wo das stattfindet, gebe ich dann bekannt. Und ich gebe euch auch bekannt alle Details, die ich weiß und bisher nicht öffentlich sagen konnte. Vielen Dank und hoffentlich teilt ihr auch dieses Video, denn es ist eines der wichtigsten Videos, die ihr jemals geteilt habt. Auf WhatsApp, auf Telegram, wo auch immer. Vielen Dank. Und wir sehen uns hoffentlich mit 7 weiteren Mitgliedern, die da mitmachen.